willkommen zu dem ersten Talk heute Nachmittag. Der Titel sagt schon einiges aus über das, was jetzt folgen wird. Viele Leute arbeiten daran, Algorithmen zu verbessern, überlegen sich aber nicht, was sie damit verändern in unserem Leben. Bitte begrüßt herzlich Andreas Davis, unseren Redner für heute Nachmittag. Hallo zusammen. Ich muss sagen, ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein. Normal. Ich bin auch ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst, aber ich bin vor allem aufgeregt. Und ich möchte die Organisierer herzlich danken, dass ich diese Gelegenheit habe, an diesem fantastischen Kongress zu sprechen. Als ich schon gesagt habe, der Vortrag heißt Say Hi to Your New Boss. Ich werde über Algorithmen sprechen. Ich würde über die Entscheidungen, die von Menschen zu Maschinen übertragen werden. Falls ihr euch fragt, warum das wichtig ist, lasst uns einfach einen Freund fragen. Ich mag das ganz gern mit Google Autocomplete. Das gibt mir ein bisschen kontroverse Statements, also Algorithmen sind doof oder Algorithmen funktionieren nicht. Aber in dieser Fall zeigt es, dass die Algorithmen eine große Rolle in der Welt spielen werden. Weil Algorithmen können unsere Leben verbessern, aber die können auch Probleme darstellen, weil wir Entscheidungskraft sehr viel von Menschen auf Maschinen übertragen. Und in vielen Fällen verstehen wir nicht viel, wie diese Maschinen funktionieren und wie genau diese Entscheidungen getroffen werden. Also meine Qualifikation, um diesen Vortrag zu halten, ist, dass ich mich ins Fuß geschossen habe mit Datenanalysis. Ich habe mich interessiert, warum die KI-Algorithmen Dinge machen, die wir nicht erwarten, warum sie sich verhalten in Arten, die wir manchmal seltsam finden oder in Widerspruch zu dem, was wir von denen erwarten. Darüber möchte ich heute sprechen. Zuerst werde ich ein bisschen Theorie über Algorithmen darstellen und dann Maschinen lernen, wie Algorithmen Entscheidungen machen und dann dieses große Big Data-Thema. Die neue Zeitalter der Data in der Gesellschaft. Ich werde ein paar Use Cases für Algorithmen zeigen und danach werden wir alles wissen, was wir wissen müssen, um ein paar Beispiele zu machen. Ich komme von der Physik und wenn ich etwas verstehen möchte, mache ich ein Experiment und mache die verschiedenen Erfahrungen damit. Ich werde dasselbe hier machen mit Algorithmen. Ich werde zwei Case Studies, die ich werde euch vorstellen. Eins über Diskrimination durch Algorithmen und eine andere über De-Anonymisierung. Also letztendlich werde ich ein paar Angebote und Ideen darstellen, wie wir die Algorithmen für uns am besten nutzen können in dieser Art von Zusammenhang und die Kontrolle und das Verständnis, was Algorithmen genau machen. Zuerst, ich möchte über Algorithmen sprechen. Ich gebe euch ganz schnell eine basische Übersicht über Maschinenlernen und Entscheidungsalgorithmen. Tut mir leid, falls Experten die Zuhörer sind. Was ist ein Algorithmus? Hier gebe ich euch ein Beispiel. Ein Algorithmus ist ein Rezept, das von einem Computer gefolgt werden kann oder ein Mensch. Es gibt einfach der Mensch oder der Maschine eine Step-by-Step-Instruktionen, um ein Ziel zu erreichen. In diesem Fall wollen wir eine Tür. Ja, kann ich die Tür öffnen oder nicht? Oder muss ich warten? Das ist ein ziemlich origineller Algorithmus. Er braucht Informationen über mich. Er braucht eine intelligente Art zu entscheiden, ob die richtige Person steht vor der Tür. So. Also wie kriegt der Algorithmus diese Information? Es benutzt Maschinenlernen. Maschinenlernen ist eine Art, um zu generieren, und zwar automatisch, ein Modell, das trainiert wird mit Daten und dann benutzt man es, um diese Daten zu analysieren und es kann voraussagen, welche Ergebnisse, wie in der Schule man sich erinnert an Daten und man kann durch Test diese Daten wiedergeben
Im Idealfall möchtest du etwas haben, das nicht nur sich erinnert, sondern auch voraussagt etwas über Daten, die man noch nicht gesehen hat. Und das ist das, was die Maschine macht. In einer formalisierten Art können wir diese Modelle sehen und diese Data. Und an der Rechte sehen wir verschiedene mögliche Modelle zur Auswahl. Und normalerweise können wir die beschreiben als eine Variable y von einer Funktion m und die Attribute von der Funktion sind die Parameter x und p und es gibt zurück einen Wert y. Und nun können wir Daten benutzen, um unser Modell zu trainieren, um den Modell zu selektieren, das kompatibel mit unserem Training. Und wir können eliminieren die Modelle, die nicht kompatibel sind. Und an die Rechte haben wir alle Modelle ausgesondert, die nicht passen. Und die grünen Modelle passen zu unseren Daten. Nur wir können diese Modelle nutzen, um unbekannte Datensets auszumachen. Und normalerweise sieht man, es gibt Fehler, und Diskrepanz zwischen Modell und Daten, die wir analysieren wollen. Now, Epsilon can be auseinandergesetzt in verschiedene Teile. Es gibt systematische Fehler, das liegt an falscher Kalibrierung und Messfehler, wenn wir versuchen, eine Variable zu messen. Wir können darüber nachdenken, als das Speedometer an am Auto. Ja, es kann einfach einen Wert geben, was zu klein ist, damit, um sicherzustellen, dass man nicht zu schnell geht. Und dann wir haben auch noch ein Epsilon, Noise Error, und das liegt mit dem internen Prozessen, das die Daten generiert oder der Modell, das man benutzt, für diese Messung durchzuführen. Und dann zuletzt haben wir den Epsilon Hidden Variablen Fehler. Das ist kein Random Noise, aber das hat mit Variablen zu tun, die wir nicht wissen, also abhängige Variablen. Das sind die Basis von Modellerzeugung. Und nun schauen wir uns mit Big Data und Machine Learning, was damit zu tun hat. Diese der Wirkung auf Modellgenerierung ist dreifach. Wir haben Datenvolumen 2000 und 2015. Heutzutage haben wir viel mehr Data, um etwas vorauszusagen. Wir haben auch Daten, die viel mehr vielfältig ist als vorher. Und um das zu verstehen, können wir diese Graph sehen. Das zeigt Random Data, das wir gemessen haben, mit sehr, sehr großen Rauschen. Ich weiß nicht, wer von euch kann sagen, ob die grüne oder die rote Punkte haben einen höheren Wert. Ich glaube nicht. Aber jetzt, was wir machen können, ist, wir können einfach diese Daten nehmen und wir können reduzieren das Rauschen. Und wenn wir genug Samples haben, können wir das Rauschen so klein machen, dass wir wirklich Signale erkennen können. Und der Signal ist 0.01. Also als wir mehr Daten haben, können wir die Modelle besser trainieren und der kann einfach die kleineren Effekte besser auskompensieren. Und Big Data gibt uns nicht nur mehr vom selben Data, aber es gibt uns auch vielfältigere Daten. Denkt an diese ganze Smart Device zu Hause, wie der Smart Kühlschrank, die Tür, vielleicht der automatisierte Rauchdetektor. Die sammeln alle Daten über euch und eure Interaktionen. Und wir können diese Daten benutzen, um sie in unsere Modelle einzufügen und bessere Voraussagungen zu machen. Manche von diesen Rauschen, das waren die versteckten Variablen in dem Modell, das können wir benutzen und bessere Voraussagen zu machen. Modelle zu interpretieren kann sehr leicht oder auch sehr schwer sein. Es kommt auf die Modelle an. Wenn man Decision Tree Classifiers hat, kann das sehr leicht sein. Diesen Graph hier seht ihr und da könnt ihr sehen, wie eine Entscheidung ab einem bestimmten Punkt aus getroffen wird. Rechts wiederum ist es ziemlich schwierig zu interpretieren und man kann nicht einfach intuitiv etwas entscheiden. Die Effekte, vielleicht habt ihr diese Bilder schon mal gesehen, die zeigen im Grunde ein Netzwerk. Sie zeigen
wie ein Netzwerk ein Bild verstehen kann. Und ihr seht hier verschiedene Strukturen, die durch Netzwerke eben in dem Bild erkannt werden. Es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, was ein neues Netzwerk macht. Also muss man erstmal schauen, wie das Netzwerk erstmal Daten erfasst und dann wieder rausgibt. Was kann man also mit Algorithmen machen? Man kann die verschiedenen Arten der Netzwerke klassifizieren. Die Algorithmen, die die Entscheidungen treffen. Then we have the medium risk area where failure or misbehavior of an algorithm would be a bit more severe to our life, but wouldn't be a failure. Aber das wäre nicht so schlimm. Und dann haben wir einen High-Risk-Bereich und da können Entscheidungen getroffen werden, die menschliche Leben beeinflussen und die können einfach Leben sehr beeinflussen. Und ein paar Beispiele für diese erste Gruppe, also niedrige Risiken, es wäre die Personalisierung von Diensten. Gehst du zu einer Webseite wie Facebook, Amazon oder Netflix, die Webseite zeigt dir Inhalt und er zeigt dir den Inhalt, was für dich interessant ist. Es benutzt einen Algorithmus, um dies zu tun und es versucht rauszusagen von den Artikeln, die du vorher gesagt hast, welche Artikel wirst du in Zukunft interessant finden. Das sind die sogenannten Recommendation Engines und das wird benutzt in sehr vielen Diensten heutzutage. Und wir haben individualisierte Werbung. Das kennt ihr, wenn ihr zu Webseiten geht, die zum Beispiel neue Produkte anbieten. Und dann es gibt Werbung für diese Produkte, scheinen euch zu verfolgen überall. Und es hat mit diesen Algorithmen, die einfach versuchen herauszusagen, welche Werbung für euch interessant sein könnte und euch dann zeigen. Und natürlich gibt es Algorithmen, die Kundenrating machen können. Wollt ihr zum Beispiel etwas online bestellen, könnt ihr herausfinden, ob die Rechnung für diesen Artikel ist nicht sehr hoch, denn das System würde euch nur diese Artikel schicken, wenn ihr vorauszahlt. Es gibt auch die Customer Demand Prediction, also die Voraussagen von der Nachfrage. Und diese Algorithmen würden herausfinden, was ihr kaufen wollt, bevor ihr dasselbe wusst. Und das ist, was Amazon versucht momentan zu machen. Diese Dinge betreffen unser Leben oberflächlich, aber es gibt noch weitere Dinge, die uns direkt betreffen. Mittelmäßige Risiken sind zum Beispiel personalized health, also unser Gesundheitssystem. Zum Beispiel deine Herzfrequenz. Zum Beispiel, wie viele Stufen läufst du täglich hoch und runter? Also versucht man hier, Gebiete der Medizin zu verbessern und Klassifizierungen und Applications für solche Systeme zu machen. Hier möchte man zum Beispiel auch voraussagen, ob ein bestimmter Mensch, der schon mal ein Verbrechen begangen hat, eventuell auch ein Terrorist sein könnte. So kann zum Beispiel eine Regierung ein Reiseverbot daraus machen. Solche Dinge in der Art können dann passieren. Dann gibt es noch autonome Autos, Flugzeuge und andere Maschinen, die dann übernehmen können und dann in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten die Menschen ersetzen können. Das wird einen großen Einfluss haben. Und zum Schluss haben wir noch das große Risikogebiet, zum Beispiel wie im militärischen Bereich, die militärischen Organisationen versuchen beispielsweise durch Algorithmen zu benutzen, um ihre militärische Ausstattung zu verbessern. Sie versuchen zum Beispiel
Infrastruktur, Elektrizität oder andere Dinge in der Art, die auch für uns wichtig sind, zu beeinflussen. Und diese werden auch heute schon kontrolliert durch Algorithmen. Also wie ihr seht, haben wir heute schon sehr, sehr viele Gebiete, in denen Algorithmen eine große Rolle spielen. Die meisten Dinge, die heute durch Algorithmen beeinflusst werden, sind im grünen Bereich. Und in den nächsten Jahren wiederum ist es aber so, dass es wahrscheinlich ein viel größeres Gebiet sein wird, das durch Algorithmen beeinflusst wird. Zum Beispiel Kundenservice und andere Dinge, die Entscheidungstreffen, also die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, dies alles wird uns in den nächsten Jahren viel mehr weiter durch Algorithmen bestimmt sein. Jetzt möchte ich gerne die überbleibende Zeit nutzen, um Experimente zu zeigen. Ich habe zwei mitgebracht. Diese finde ich besonders wichtig. Beispielsweise Diskriminierung. Ein Algorithmus, der durch einen Menschen trainiert ist, kann zum Beispiel dazu benutzt werden, um Leute zu diskriminieren. Diskriminierung ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft und daher müssen wir uns fragen, wenn wir zum Beispiel Entscheidungen nicht mehr durch Menschen, sondern durch Maschinen, also Algorithmen machen lassen, wie wirkt sich das dann auf unsere Zukunft aus? Diskriminierung, eine Definition seht ihr hier gerade. Eine Behandlung einer bestimmten Person, die aufgrund einer Zugehörigkeit zu Gruppen, Klassen, Kategorien getroffen wird und dann für oder gegen ihn verwendet werden. Beispielsweise kann das sein Ethnizität, Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Geschlecht oder solche Dinge in der Art. Wie wird das gemessen? Wir haben in den USA diese Formel entwickelt, das nennt sich Disparate Impact. Es ist sehr schön, weil es benutzt ein sehr mathematisches, klares mathematisches Modell, um diese Diskrimination zu erklären. Also dieses Modell sagt, wir haben einen Prozess C, das wirkt auf Leute, die haben ein Attribut X oder die haben diese Attribute nicht, zum Beispiel Mann und Frau. Und wir messen das Ergebnis dieses Prozesses. Wir sind interessiert in die Wahrscheinlichkeit der Entscheidung für ein Mitglied des Gruppe X versus die Wahrscheinlichkeit für ein Mitglied der anderen Gruppe. Also wir können einfach diese Wahrscheinlichkeit P und ein Mitglied der Gruppe X ist null durch die Probabilität, dass man ein Mitglied der anderen Gruppe ist. Und wenn wir teilen, dann es gibt ein Parameter Tau, das beschreibt die Diskrimination im System. Und für eine normale Gruppe können wir aussuchen Tau 80%, denn wir sagen, if Tau ist kleiner, dann sagen wir, dieser Prozess beinhaltet Diskrimination. Es ist schön, weil es misst Diskrimination nicht nur, wenn es absichtlich gemacht wird, aber auch, wenn es unabsichtlich gemacht wird. Also es ist nicht wichtig, ob dieses Prozess oder diese Leute in diesem Prozess diskriminieren wollen. Wenn sie es tun, und zum Beispiel unbewusst, dann wird es dadurch herausgefunden. Und natürlich, wir können mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Also wir messen. Wir messen die Anzahl der Leute in jeder Kategorie und wir können Schätzungen machen für den Parameter Tau, indem wir diese Nummer durch diese zwei Nummer und teilen diese eine Nummer durch die zwei andere Nummer. Also es ist ziemlich einfach und ziemlich geradeaus. Und nun möchte ich zeigen, wie wir das benutzen können, um einen bestimmten Prozess zu testen, dass wir nehmen. Wir nehmen die Entscheidung von den Leuten und geben es zu einem Algorithmus. Und das Beispiel, das ich
benutze hier, ist ein Einstellungsprozess. Wir möchten hier Kandidaten selektieren, basiert auf deren Data, ihrer Lebenslauf, andere Daten, die sie zu einem potenziellen Arbeitgeber gegeben haben. Der Vorteil davon sind natürlich Zeitgewinnen in dem Screening und einfach bessere Kandidaten zu finden. Ich habe dieses Beispiel gefunden, weil es ist etwas, was schon benutzt wird, ziemlich breit gefächert. Neulich, wenn du dich auf einen Job beworben hast, bist du wahrscheinlich durch diesen Prozess gegangen. In den US und in Europa versuchen sie diese Data-Driven-Prozesse zu implementieren. Also das passiert jetzt schon heute. Also nochmal der Setup. Wir haben Informationen über Kandidaten, die wir zu menschlichen Reviewer geben. Die machen eine Entscheidung, ob sie die einladen zu einem Gespräch oder nicht. Und dann wir haben einen Algorithmus und der Algorithmus versucht, diese Entscheidung der Menschen zu wiederholen. Der Setup, wir haben einfach einen Lebenslauf, Arbeitsbeispiele mit anderen Informationen über die Kandidaten und wir haben einfach einen Mensch benutzt, um diese Entscheidung zu treffen über das Kandidat, ja oder nein. Und dann wir haben den Algorithmus über diese Daten trainiert. Was wir hier haben, ist eine Big Data Approach. Wir versuchen, so viel Data wie möglich über den Kandidaten zu bekommen und wir versuchen, alles in den Algorithmus reinzukippen und sehen, ob der Algorithmus damit umgehen kann. Und die Entscheidungsmodell dafür ist relativ einfach. Ich zeige es hier. Also, um zu entscheiden, ob wir einen Kandidat einstellen, definieren wir eine Funktion S, der Score. Und er hat mehrere Teile. Und ein Teil ist der verdienter Kandidat, also seine Fähigkeit. Und der andere Part ist die Diskrimination. Und man kann einfach der totale Score erhöhen oder verringern, abhängig von diesen Elementen. Dann haben wir ein Glückselement, wie zum Beispiel 20%. Das wäre Epsilon. Und dann addieren wir diese drei Komponenten zusammen. Und falls sie größer sind als einen bestimmten Wert, dann laden wir den Kandidat ein. Wenn wir ihn nicht einladen, dann Game Over. Und hier kann man sehen, diese Linie hat verschiedene Höhe, abhängig von Kandidatengruppen, ob es Diskrimination in dem System gibt oder nicht. Nun, wir können ein Orakel trainieren für dieses Modell und wir geben ihnen die Informationen über das Kandidat und auch ganz viel andere Informationen, zum Beispiel öffentliche Informationen, alles, was wir über den Kandidaten finden. Und dann trainieren wir diese Orakel, um herauszufinden, wie dieser Einstellungsprozess herausgehen will. Und wir können die Ergebnisse sehen. Es ist sehr schwierig, echte Daten zu finden. Also haben wir simuliert 10.000 Beispiele, 10.000 Kandidaten virtueller und wir haben einfach eine Funktion C benutzt, um die zu generieren. Dann haben wir eine Standard-Maschinen-Lernen-Algorithmus, Vektormaschine, um diese Daten zu testen und wir haben gemessen die Diskrimination, dass die Algorithmus produzieren. Das ist in diesem Graph hier gezeigt. Es ist ein bisschen kompliziert. Lass uns einfach Step by Step gehen. Auf die X-Achse ist die Menge an Informationen, dass unser Algorithmus über das Attribut X des Kandidaten hat. Das ist dieses Attribut, über den wir keine Informationen geben wollen. Falls es 0 ist, bedeutet, der Algorithmus hat keine Informationen darüber. Wenn wir 1 haben, bedeutet, der Algorithmus hat alle Informationen über diese geschützte Attribut des Kandidaten. Wenn wir 0 bis 5 haben, bedeutet es, er hat mehr Informationen. Dann haben wir das Parameter Tau und wir haben bei 50% gesetzt. Also die Chance, durch dieses Prozess zu gehen, wenn man ein Mitglied der Gruppe X ist, ist gleich wie für die Menschen, die nicht Mitglied sind. Also hier haben wir die Voraussage von unserem Algorithmus, die Treue, die ist zwischen 80% und 87%. Und letztlich haben wir hier der Tau, also die Diskrimination, die Anzahl der Diskrimination,
von den Algorithmus nochmal gemessen als eine Funktion der Information, die raussieken. Je mehr Informationen wir über dieses Attribut geben, umso besser ist es, Leute zu diskriminieren. Wenn es nicht alles über die Leute weiß, kann es sie auch nicht diskriminieren. Wenn wir einen Algorithmus bilden können, der nicht alles weiß, kann er nicht alle diskriminieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn der Algorithmus volle Informationen über diese Menschen bekommt, kann er sie diskriminieren. Also wenn wir dem Algorithmus zu viele Infos geben, kann er sie genauso diskriminieren wie vorher. And now you say probably, okay, this is stupid. Why, warum also sollte man diesem Algorithmus Infos über diese Gruppe geben? Eigentlich wollen wir das nicht. Aber das Problem bei Big Data ist, dass wir nun mal diese Daten haben und selbst wenn wir dem Algorithmus ein paar wenige Infos geben, ist es immer so, dass ein paar der Daten noch haben und diese mit durchsickern. Also es ist immer ziemlich schwierig, sensitive Daten in einem Datensatz auszuschließen. Also es ist natürlich jetzt sehr theoretisch formuliert, aber wir haben auch versucht, das zu validieren. Wir haben GitHub-User-Daten benutzt und all diese Daten der Nutzer von GitHub eben untersucht. Zunächst einmal haben wir bestimmt, welche Daten denn jetzt die kritischen Daten sind und welche eher versteckt bleiben sollten. Ich habe mir einfach die Fotos angeschaut bei GitHub und habe sie geordnet nach Mann oder Frau und dies simuliert. Dann habe ich weiterhin versucht, mehr Informationen über jeden Nutzer zu bekommen. Zum Beispiel, wie viele Follower hat diese Person und so weiter und so fort. Dann habe ich diese Daten benutzt, um vorauszusehen, wie der Algorithmus mit diesen Daten arbeiten kann. Ich habe einen recht kleinen Datensatz benutzt und dann aber unseren Algorithmus getestet damit. Zunächst einmal habe ich ziemlich grundlegende Dinge untersucht, Stargazers, Followers oder Projekte. Also einfach, was diese Personen auf ihrer Agenda haben. Das ist ziemlich gut, weil in diesem Graph kannst du sozusagen beweisen, dass das Vorurteil, dass Frauen keine guten Programmierer sind, eben nicht stimmt und dass es eine Diskriminierung ist. Gott sei Dank hilft uns GitHub dabei, dieses Thema genauer zu betrachten. Jede Aktion, die ein Nutzer über die Zeit getätigt hat, die wird bei GitHub als Event gespeichert und diese Event-Daten kann man dann später für die Analyse nutzen. Ich habe dann die Event-Daten runtergeladen und konnte dann nach Gender sortieren. Hier sehen wir die durchschnittliche Anzahl von Events. Hier sieht man auch, dass es offenbar einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt, wenn man sich die produzierten Events durch sie produziert wurden, anschaut.
types. So that's also something that the algorithm can. Die Häufigkeit der Events sind eben verschieden. Und dieser Foliensatz zeigt jetzt zunächst, was einzelne Nutzer beigetragen haben als Nachrichten. Wo sind die Unterschiede zwischen Mann und Frauen bei den Texten der Nachrichten? Hier hat sich gezeigt, dass es eigentlich recht zuverlässig war, zu entscheiden, also vorherzusagen, ob es eine Frau oder ein Mann war, einfach nur durch Raten. Das ist nicht besonders imposant, aber diese Information haben wir durch das System bekommen. Die ist durch das System gesickert. Also können wir bei GitHub durch unseren Algorithmus für unseren Einstellungsprozess konnten wir eben GitHub nutzen, um vorherzusagen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Zusammenzufassen, der Algorithmus wird kein Problem haben damit zu lernen, wie man diskriminiert und geschützte Daten, die in unserem System sind, können ganz leicht benutzt werden, um zu diskriminieren. Wie können wir das denn jetzt verbessern oder wie können wir das ausschließen, dass das passiert? Meistens haben wir ja gar nicht die Information darüber, ob es ein sensibler Datensatz ist. Und deswegen ist es nicht geschützt und wir wissen es nicht und können es auch nicht in unserem Algorithmus benutzen. Ethnizität, Gender und so weiter werden dann einfach in den Datensätzen erscheinen. Wenn du die Attributinformation nicht hast, kannst du auch nicht messen, wie groß jetzt der Anteil der Diskriminierung in den Daten sein wird durch den Algorithmus. Okay. This was already the first case study that I wanted to show. Das war jetzt die erste Case Study, die ich euch zeigen wollte. Getting information into our data set that we shouldn't. Wir haben schon gesehen, dass wenn wir Daten haben, haben wir immer Informationen, die wir eigentlich gar nicht dabei haben wollten. Data that you have obtained for them earlier. And I mean, again, if we ask Google about. Wenn wir zum Beispiel Google nach seiner Meinung fragen, was private Daten angeht, Anonymisierung angeht, ist es doch ziemlich leicht zu de-anonymisieren. Was ist die De-Anonymisierung? Wir haben Daten zu Individuen und diese Daten folgen dir auf deinem Weg, wenn du deine Nutzeraccounts wechselst, wenn du Seiten besucht, all das wird gemessen und weiter aufgezeichnet. Die Daten werden immer größer und größer. Okay. Nun schauen wir uns die Mathe hier. Die De-Anonymisierung ist ein sehr großes Thema. Und die Mathe dazu sind ziemlich fun. Vielleicht habt ihr dieses Spiel gespielt mit Freunden. Einfach über etwas denken und die Freunde müssen denken, an jemanden denken und muss Ja- und Nein-Fragen beantworten, um die Person zu raten. Also vielleicht nach 10, 20 Fragen kann man genau wissen, an welche Person der Freund gedacht hat. Und das funktioniert so gut, weil, falls wir verschiedene Pakete haben, die entweder wahr oder falsch sind für angegebene Nutzer, können wir
ein einzigartiger Fingerprint für ein Nutzerinnensystem erstellen. Wenn du die Wahrscheinlichkeit einer Kollision betrachtest, also zwei Benutzer, die genau dieselbe Wahr-Falsch-Werte haben, das wird je mehr unwahrscheinlich, desto mehr verschiedene Informationstypen in unser System gebracht werden. Die Genauwahrscheinlichkeit, um eine Kollision zwischen Benutzer zu finden, hängt von der aktuellen Verteilung der Informationen in den Buckets. Wenn du eine uniforme Distribution hast, dann kannst du das kalkulieren. Es wächst exponentiell und das ist, warum wir dieses Spiel funktioniert so gut. Falls man 1 Million berühmte Leute hat, die es wäre zum Beispiel interessant oder nützlich, 32-Bit-Informationen zu haben, um eins zu identifizieren. Mit Big Data haben wir viel mehr Buckets, die wir benutzen können. Wir können nicht nur ein paar Millionen, sondern ein paar Milliarden Personen identifizieren mit dieser Technik. Und die meisten Datensets sind nicht uniform verteilt. Wir haben mehr den Fall, dass mehrere Benutzer sind in demselben Bucket. Also wir haben mehrere Leute, die dieselbe Musik mögen und die haben alle dieselbe Informationen, dieselbe Attribute und die benutzen diese Attribute, um die Nutzer zu de-anonymisieren. Das würde nicht wirklich helfen, weil das würde nicht wirklich die Anzahl der Benutzer in unser System runterbringen. Es gibt andere Attribute, die ziemlich einmalig zu uns, zum Beispiel wo wir leben oder die Kombination vom Ort, wo wir leben und andere Informationen. Also es gibt einzelne, wirklich einzigartige Informationen über jede von uns. Und nochmal, ich wollte sehen, ob das in der Praxis funktioniert. Was ich gemacht habe, ich habe ein Datenset von Microsoft Research Asia bekommen und das enthält GPS-Data über 200 Leute und ihre ganzen Aktivitäten werden verfolgt über mehrere Jahre, Monate. Und hier ist diese Data, um ein Bewegungsprofil zu erstellen. Ich habe auch eine animierte Version davon. Hier könnt ihr sehen, das sind die verschiedenen Wege der einzelnen Benutzer. Ich weiß nicht, ob jemand diese Stadt erkennt. Nee, das ist Beijing. Falls ihr euch fragt, was dieser Quadrat hier ist, ich habe in Google Maps geguckt, das könnte die Universität sein. Also das ist wie immer, wenn man Versuchskaninchen braucht, dann geht man einfach Studenten fragen. Also das ist ein sehr vielfältiges Datenset. Wir haben hunderte, tausende Datenpunkte per Nutzer. Und ich wollte wissen, wie einfach wäre es, diese Datenset zu de-anonymisieren. Ich habe erstmal individuelle Wege gezeigt. Das sind einfach mit Color codierte die Wege der einzelnen Personen. Und dann ein einfaches Grid darauf gesetzt, ein 4x4, und dann vermessen die Häufigkeit, zu der jede Benutzer in ein oder der andere der Quadrate sich befindet. Das habe ich gemacht für 200 Leute und dann sieht es so aus. Das ist 4x4 Grid. Und die Farben sind die Anzahl der Zeiten, dass eine bestimmte Person in einem bestimmten Quadrat gewesen ist. Also weiß ist sehr oft, schwarz ist, er war nie dort. Und man kann schon sehen, dass mit dem Beispiel hier viele Leute scheinen sehr einmalig zu sein. Es könnte möglich sein, ein Fingerprint für einen Benutzer zu machen mit dieser Data. Und falls wir eine bessere Auflösung brauchen, ja, es gibt zum Beispiel zwei, die diese ähnliche Data haben und wir können nicht entscheiden, welche Benutzer wir haben. Wir können einfach die Auflösung zu 8x8 oder 16x16 erhöhen und dann zurück zu unseren Buckets. Wenn man die Verteilung der Attribute misst, dann können wir eine Idee kriegen, wie gut unsere Wahl ist. Und wir können sehen, die Wahl, die wir gemacht haben, ist nicht gut. In die erste Bucket, der Bucket mit den meisten Punkten, haben wir 10 hoch 6 oder 1 Million Punkte. Aber diese Kurve, die übrigens logarithmisch ist, hier, die lange Schwanz der Distribution, der Verteilung. Wir haben manchmal nur eins oder nur ein paar Leute in diesem Bucket. Dann
Falls wir in diese Bucket Informationen bekommen, ist es einfacher, das zu benutzen für die De-Anonymisierung. Wie machen wir das? Nochmal, wir benutzen einen ganz einfachen Messwert. Wir nehmen die Fingerprint von einem Benutzer, also einen Trag, und wir multiplizieren mit einem Pixel per Pixel und wir kriegen diesen Wert rechts. Und dann nehmen wir diesen individuellen Wert und das gibt uns einen Score, wie ähnlich zwei Wege sind. Als wir das tun, können wir 75% von unserem Data nehmen als Trainingsset. Wir trainieren unseren Algorithmus, individuelle Benutzer zu erkennen. Und dann die restlichen 25% benutzen wir zu Voraussagen. Und dann wir nehmen den Rank der User in diese Voraussage und hier wird es angezeigt. Was ich zeige, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir der richtige Benutzer finden innerhalb von zum Beispiel die ersten 1, 2, 6 Benutzer, die dir höchste Score für einen gegebenen Weg haben. Und für 16 Quadrate Resolution, die ich gezeigt habe, das ist bereits 20% Wahrscheinlichkeit. Also wir können Leute identifizieren nur mit 16 Datenpunkten. Je mehr Datenpunkte wir haben, je besser wir können die Leute identifizieren anhand von ihren Daten. Wenn wir 1024 individuelle Datenpunkte haben, das wäre in der echten Welt sehr einfach zu bekommen, dann können wir beinahe 30% identifizieren. Nochmal, das ist nur ein Proof of Concept. Es gibt keine Optimisierung hier, es gibt nichts dergleichen. Wir können auch diese Technik benutzen, nicht nur individuelle Nutzer zu finden, aber auch Ähnlichkeit zwischen Benutzern. Es wäre gut, zum Beispiel zu sehen, wer ist verwandt mit wem, wen benutzt du, wer sind deine Freunde. Das habe ich hier gemacht. Selbe Metrik als vorher. Ich habe das System gesagt, gib mir die Nutzer, die ähnliche Wege haben. Und grün ist ein Benutzer, rot ist der andere Benutzer und die gelben Bereiche sind die Kollisionen auf dem Weg, also wo sie gleichzeitig sind. Es gibt viele Hits, wenn man sieht, es gibt zwei Datasets, die sehr übereinstimmen. Diese Data ist anonym, aber in diesem Fall ist es entweder ein Taxi oder ein Busfahrer, weil der geht einfach in den ganzen Beijing-Bereich mit diesem Truck. Diese Technik macht es sehr einfach, um Leute zu identifizieren und herauszufinden, mit wem sie verwandt oder bekannt sind. Wir können auch verbessern die Identifikationsrate des Systems, indem wir nicht nur die spatiale Information, die Rauminformation, aber auch die Zeitinformation, zum Beispiel Tag und Nacht. Grün ist Nacht und Rot ist Tag. Also zum Beispiel, wenn man arbeiten geht am Morgen und zurück nach Hause geht abends, das könnte benutzt werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, der richtige Benutzer zu finden. Und natürlich könnte man auch die Buckets ändern, zum Beispiel die Art, wie wir die Fingerprinting machen, um diese Algorithmus-Zuverlässigkeit zu erhöhen. Also nur ein Proof of Concept. Aber es gibt ähnliche Werke in der Literatur. Es gibt einfache Methoden, um Identifikationen zu erreichen. Zusammengefasst, je mehr Daten wir haben über eine Person oder eine Entität, je mehr difficult ist es, Algorithmen davon abzuhalten, zu lernen, dass sie lernen direkt und ein Objekt benutzen anstatt von den Attributen. Also die Daten folgen uns. Auch wenn ihr die ganzen Smartphones und Geräte wechselt, bestimmte Verhalten bleiben dieselbe und das könnte benutzt werden, um euch in die Zukunft zu identifizieren. Das ist eines der größten Risiken von Big Data nach meiner Meinung. Das ist sehr einfach, falls wir Privatsphäre zerstören wollen, wäre es sehr, sehr einfach.
So, was können wir tun darüber oder dagegen? Ich habe ein paar Ideen. Es gibt auch viele Ideen bei euch und viele Leute, die darüber auf politischer Ebene technologische Lösungen entwickeln. Ein kurzer Überblick auf Sachen, die wichtig sein können, um diese beiden Szenarien zu vermeiden, die ich gezeigt habe. Eine Zielgruppe, die wir am meisten erziehen müssen, sind die Datenforscher, die Leute, die diese Algorithmen erstellen. Weil es gibt in Deutschland zum Beispiel, es dauert 3 Jahre, um einen Cheesecake zu machen. Aber es gibt nichts dergleichen, um Algorithmen zu entwickeln, die so einen großen Einfluss auf unser tägliches Leben haben. Also ein besseres Curriculum in Universitäten, um Leute einfach nicht nur die Möglichkeiten der Datenanalyse einen Überblick zu geben und vielleicht die letzte Prozent der Treue der Algorithmen rauszukratzen, aber auch die Risiken dieser Technologie, besonders wenn andere Menschen betroffen sind. Andere Sache, einfach Daten sammeln, die wir nicht wirklich brauchen. Ein der häufigsten Wege ist im Moment, wir sammeln alles, alle Daten, wo wir unsere Finger drauf legen können, und wir überlegen später, wie wir das benutzen. Na, das könnte gut sein, weil es erhöht die Treue der Voraussagen. Aber es kann auch sehr gefährlich sein, weil die Algorithmen können auch Dinge lernen, die sie nicht lernen sollten. Also wir sollen wirklich sehr vorsichtig mit den Daten sein, die wir dem System geben. Und natürlich gibt es andere Sachen, die wir machen können. Wir können Diskrimination entfernen aus den Prozessen. Es gibt viele akademische Arbeit und es gibt Methoden, die wir benutzen können, um das zu machen. Das Problem ist, dass die meisten Leute, die in diesem Bereich arbeiten, wo diese Algorithmen tatsächlich eingesetzt werden, vielleicht wissen sie nicht darüber oder sind nicht darüber wirklich, haben kein Interesse. Also da gibt es ein großes Potenzial, um diese Wege zu verbessern. Als Bürger können wir auch was machen. Das Erste, einfach die Algorithmen nicht blind vertrauen, um Entscheidungen zu treffen. Die meisten Leute sind ein bisschen unneutral. Sie denken, dass die Maschinen machen mehr faire Entscheidungen als Menschen. Aber wir müssen uns von diesem Standpunkt, wir müssen es loswerden, weil, wie wir gesehen haben, die können genauso diskriminieren wie Menschen. Falls wir deren Entscheidungsprozess in Frage stellen können oder zumindest testen, dann es klingt einfach, aber das ist eigentlich schwierig, weil die Algorithmen sind wie eine große Organisation und die sind meist nicht offen. Also wir müssen Techniken finden, wie Reverse Engineering benutzen, um herauszufinden, wie diese Algorithmen intern funktionieren. Ich bin darüber sehr optimistisch. Die Firmen, Organisationen könnten huge Buckets, große Buckets, große Datenmerkmale benutzen, aber die Daten, die wir für Reverse Engineering benutzen, ist sehr klein. Also das ist unwahrscheinlich, dass wir eine gute Entscheidung basierend auf dieser Technik machen. Noch eine andere Sache ist, dass wir zurückkämpfen können mit Daten. Wir sammeln Daten über Entscheidungen, die über uns gemacht werden. Und wir halten sie zentral. Und wir können sehr viele Möglichkeiten für andere Forscher dadurch schaffen, die diese Daten analysieren und die Diskrimination darin herausfinden. Also ich ermutige euch, falls ihr eure Daten ja gerne gibt, das kann ich verstehen, aber in manchen Fällen ist es wirklich die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass jemand diese Daten benutzen kann und forschen kann und unfaire Situationen entdecken kann. Wir müssen wirklich darüber anders denken. Wir müssen auch Daten und Maschinenlernen gegen Maschinenlernen einsetzen.
Als Gesellschaft können wir natürlich bessere Regulation für Algorithmen in die Wege leiten. Wurde auch gemacht Anfang des Jahres. Unser Gerichtsminister war und Facebook, der hat dafür geworben, die Algorithmen zu öffnen. Der wurde lächerlich gezogen, aber das hat einen gewissen Wert, was er gesagt hat. Ja, weil es ist wichtig, dass wir wissen, ob Corporations uns fair behandeln oder nicht. Wenn wir ein Audit haben, das erlaubt zumindest unabhängige Leute, einen Blick darauf zu werfen. Und das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung für Transparenz. Natürlich, wenn wir die Daten mehr leicht zu erreichen machen, dann macht es auch einfach, um die Probleme zu entdecken. Okay, und zuletzt. Es ist vielleicht zu spät, aber wir müssen einfach verhindern, dass Datenmonopolen stattfinden, dass eine bestimmte Organisation die ganze Daten hat. Na, wir haben schon ein bisschen verloren, weil wir haben zwar dieselbe Technik in unseren Händen, aber falls es ein Gegner ist, der einfach wesentlich mehr Daten hat als uns, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir mit diesen Gegner kämpfen können auf dieselbe Ebene. Zuletzt, Algorithmen sind wie Kinder. Die sind smart und die wollen lernen. Und wir als Datenanalyst, als Programmierer müssen wir denen was beibringen. Wir müssen denen beibringen, die erziehen, dass sie verantwortliche Erwachsene werden. Okay, vielen Dank. Thank you very much to Andreas for that enlightening talk. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen und Antworten übrig. Also bitte stellt euch an bei den Mikrofonen im Saal. Falls ihr zu Hause seid und zuhört, könnt ihr auch gerne übers Internet eure Fragen stellen. Routing fragt gerade, in one or several countries. Was erwartet ihr von den Politikern in den verschiedenen Ländern? Politiker über Menschenentscheidungen, kannst du genauer definieren, was? Wir kommen auf diese Frage zurück. Number two, please. Mm-hmm. Nummer zwei bitte zunächst. Mm-hmm. Danke für deine Rede. Macht es Sinn, dass ich als Individuum meine Datensätze einfach fake? Kann ich einfach irgendwie das Datensystem stören? Ja, es ist möglich, das zu machen, aber wird das funktionieren, um dich gegen die Anonymisierung zu schützen, weil wenn du 90% von deinen Daten verfälschst, dann es gibt trotzdem 10%, die einzigartig zu deiner Person sind. Also ich denke, du musst richtig, richtig viel Mühe da einsetzen, um da erfolgreich zu sein. Ich habe sehr große Datensätze gesehen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen pessimistisch über diesen Ansatz. Wenn ihr noch Fragen habt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bitte geht nur leise raus, wenn ihr rausgehen möchtet. RSC, please. Atomic NGR is asking. Atomic NGR fragt, ob Menschen Algorithmen herstellen können, die nicht diskriminierend sind. Sehr interessante Frage. Algorithmen, aber die Informationen über eine geschützte Klasse oder nicht, das ist die Frage. Es kann diskriminierend sein, per Definition, weil es kann only per Zufall entscheiden, ob eine Person zu einer bestimmten Gruppe gehört oder nicht. Falls sie keine Informationen haben über diese geschützte Variable. Also das ist möglich, ja. Okay, nächste Frage. Mikrofon 4, bitte. Vielen Dank für deine Rede. Du sagst, dass
Algorithmen genauso wie Menschen diskriminieren können. Aber ist es denn nicht so, dass Algorithmen ein bisschen anders diskriminieren? Du hattest das Beispiel, dass Gender durch andere Marker identifiziert werden. Aber was, wenn andere positive Attribute durch beispielsweise den Fall besser identifiziert werden können, wenn zum Beispiel ein Arbeiter, der näher an seinem Arbeitsplatz lebt, besser arbeitet? Also die Frage ist, wenn das der Fall ist, ist es nicht so, dass Diskriminierung ungewünschte Folgen hat? Oder man nimmt. Ja, das ist genau das Argument über Diskrimination. Falls du die Information nicht hast, über wie viele Leute von einer bestimmten Klasse oder sich bewerben auf einen Beruf, dann kann man nicht herausfinden, ob es Diskriminierung stattfindet. Also man muss die Information im System reinbringen, um zu sehen, ob es eine unfaire Behandlung gibt. Ich hoffe, ich habe richtig verstanden, die Frage. Falls man die Information zu Geschlecht korrelieren kann mit anderen Informationen, es gibt zum Beispiel Sachen wie Nachbarschaft, das würde Informationen geben über geschützte Attribute auch, wie Reichtum. Okay, wir haben noch ein paar andere Fragen. Bitte ganz kurz stellen. Nummer 5 bitte, hinten. Ein oft gehörtes Statement ist, je mehr du sammelst, desto mehr kannst du damit machen. Gibt es ein Beispiel dafür? Absolut. Gibt ein Algorithmus mehr Daten zu trainieren, muss nicht immer das Beste sein. Man kann Algorithmen übertrainieren. Man kann ein Modell machen, das perfekt ist mit den Daten, aber der kann nicht so viele gute Voraussagen machen. Aber normalerweise, wenn man die Datenanzahl erhöht, ist meist die Qualität des Modells verbessern. Es könnte auch passieren, dass die Daten nicht homogen ist. Ein Teil der Daten passt mit einem Modell und ein anderer Part des Daten passt besser mit anderem Modell. Und das heißt, es wäre schwierig, eine große Anzahl Daten, um ein einzelnes Modell zu trainieren. Diese Frage ist in allgemein nicht einfach zu antworten. Vielen Dank. Noch 2 Fragen können wir stellen lassen. Aus dem Internet? Luke fragt, ist denn nicht die Blackbox-Natur des Machine Learnings das größte Problem? Ja, für mich ist es ein Problem, wenn man Algorithmen nicht offen hat, dass man nicht da reinschauen kann, was passiert. Visualisierung von Daten kann helfen, aber es gibt einfach sehr viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Und diese Variablen sind so unüberschaubar, dass es schwierig ist, eine Visualisierung zu geben, die sehr verlässlich ist im Sinne von Informationen geben über die Diskriminierung. Ich denke, es gibt keine perfekte Antwort. Noch eine letzte Frage, bitte. Nummer 1. Danke. Am Anfang hast du gezeigt, grün, gelb und rot, was am schlimmsten sein kann. Meinst du nicht, dass die Zeit, die man ausgesetzt ist, schlimmer ist als die Zeit, die man einem Algorithmus ausgeliefert ist? Oh ja, ein sehr wichtiger Punkt.
Ich habe ein Experiment gemacht habe und basiert auf die Zeit der Interaktion einer Person mit einem Algorithmus. Ich denke, das ist ein Thema in sich. Es gibt sehr viel Interaktion, die nicht in dem Modell berücksichtigt wird, wie das Algorithmus die Person beeinflusst, die wiederum das Algorithmus beeinflusst. Und es gibt definitiv Feedback in diesem System. Okay, mehr Zeit haben wir leider nicht. Vielen Dank, Andreas, für die großartige Rede.